Die Sims 4 ist mit seinen unzähligen Erweiterungen und regelmäßigen neuen Inhalten schon sehr erfolgreich. Allerdings hat EA wohl noch größere Pläne mit unserer Lieblingssimulation vor. Alles dazu in diesem Video. Die Sims-Reihe gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, 23 nämlich, um genau zu sein. In all der Zeit haben wir eine Menge an verschiedenen Spielen, Erweiterungen und Updates erhalten und auch für verschiedene Plattformen wurde unsere Lieblingsspielereihe veröffentlicht. Zwischenzeitlich hatten wir für die Sims 4 ebenfalls einen eigenen Merch-Store, in dem wir allerlei Gegenstände wie Tassen, Notizblöcke, Handyhüllen, Handtücher und vieles mehr im Sims-Stil kaufen konnten. Dieser ist leider mittlerweile aus unerfindlichen Gründen wieder offline, was sich aber demnächst möglicherweise wieder ändern könnte. Die Firma Brandgenuity, welche sich auf die Lizenzierung für Marken spezialisiert hat, hat nämlich eine Kooperation mit den Sims gestartet. Das bedeutet konkret, dass wir uns in Zukunft auf noch mehr simlische Inhalte in echt und vielleicht auch am PC freuen können. So soll es in Zukunft Bekleidung, Accessoires, Kooperationen, Sammlerstücke, Spiele und Veröffentlichungen für die Sims geben, die es ja vorher eher vereinzelt mal gab. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Sims-Kooperation mit MAC Cosmetics, die diese sinnlose Lidschattenpalette mit Sims-Logo herausgebracht haben. Eigentlich war diese komplett normal und gab es so bereits auch schon ohne das Logo. Der Sims-Bezug hat hier einfach keinen Sinn gemacht. Vermutlich wollten die Leute bei MAC einfach möglichst schnell ihre Lager leer bekommen. Mal schauen, was hier so für Merch und Produkte demnächst erscheinen wird. Vielleicht gibt es damit ja auch wieder kleinere Spin-off-Sims-Teile, wie es in der Vergangenheit zu Die Sims 2 Zeiten öfters mal der Fall war. Ich sehe es schon kommen, spätestens im nächsten Jahr können wir dann mit einem Sims Monopoly rechnen. Ebenfalls wurde in diesem Zug ein neues Logo für das Sims-Franchise gezeigt, welches so aussieht. Die Schriftart sieht deutlich runder aus als die des aktuellen Logos und wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen überall auf der Website und sonstige Grafiken ausgetauscht. Dieses gilt aber nur für die allgemeine Marke der Sims und nicht explizit für die Sims 4. Aber es gab nicht nur News, die allgemein die Sims-Reihe betroffen haben, sondern auch explizit zum aktuellen Sims-Teil. Hier wurde nämlich eine neue Arbeitsliste mit allen Fehlern geteilt, die im nächsten Update behoben werden. Insgesamt 12 Stück. Viele davon waren einigermaßen irrelevant. Das Update wird vermutlich dann irgendwann nächste Woche erscheinen. So viel Zeit lag in der Vergangenheit meistens immer zwischen Ankündigung einer Arbeitsliste und der eigentlichen Veröffentlichung. Was denkt ihr zu diesen Neuigkeiten? Würdet ihr euch über mehr Merch und andere Spin-off-Sims-Teile freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.